Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem kleinen Video zum Thema Diamond Painting. Ja, so wie ihr das seht, ich habe es nicht lassen können. Ich habe mir wieder was bestellt. Es sind aber nur Kleinigkeiten, also keine Angst. Es ist nichts Großes. Und wundert euch nicht, ich bin noch in der Findungsphase, wie ich das mit meinem neuen Stativ jetzt am besten mache. Ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber es ist halt so ein kleineres Stativ, was über Kopf filmen kann, also sprich über, ja, wie soll ich das sagen, auch eine Draufsicht auf den Tisch. Ich glaube, ich werde mir aber nochmal auf Dauer ein größeres holen müssen. Aber es ist jetzt erstmal eine bessere Lösung als wie das bisherige, was ich hatte. Ja, ich hoffe, ihr kommt mit der Perspektive klar. Aber wie gesagt, ich bin noch in der Findungsphase. Ich bin noch nicht hundertprozentig glücklich, so wie es jetzt ist. Ich muss mal gucken, vielleicht muss ich mir auch noch was basteln, dass ich das Stativ noch ein bisschen erhöht anbringen kann. Aber ich bin dabei noch am Suchen. So, ja. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um Sachen, die ich mir gekauft habe. Und ja, ich hatte ja so ein indirektes Versprechen mal gemacht, ne, was ich mir nicht mehr kaufen wollen würde. Aber das werdet ihr dann gleich selber sehen. Als allererstes wollte ich euch was zeigen. Und zwar habe ich das bei Postenbörse entdeckt. Ganz spontan, also das habe ich vorher gar nicht gewusst, dass sie das haben. Und das kann man eigentlich ja immer sehr gut gebrauchen. Und zwar so kleine Schubkästen und ich fand das total süß mit dem Elch. Ich zeige euch das Motiv auch gleich nochmal näher. Es gibt auch noch andere Motive, die zeige ich euch gleich, die waren aber leider nicht da. Beziehungsweise das eine Motiv, was mich noch anlächelt. Ich will mir diese nämlich dann auch noch holen. Wenn ich das bei einem anderen Laden noch finden sollte, ich werde es auf jeden Fall euch dann auch zeigen, weil solche Schubkästen kann man halt irgendwie nicht genug haben. Man hat ja ständig so kleine Zipptütchen oder Stifte oder was auch immer, was ihr irgendwo unterbringen müsst. Und dafür sind diese kleinen Schubkästen halt wunderbar geeignet. Meine Männer, Jungs haben natürlich schon die Augen verdreht, aber das sind typisch Jungs, ne? Die können damit nun überhaupt nichts anfangen. Aber ich bin total happy. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, nimmst du mit. War auch nicht teuer. 4 Euro hat es gekostet, wie gesagt, bei Postenbörse. Und ich zeige euch das jetzt genauer. So, ich packe das jetzt mal einfach mal aus. Die Folie muss sowieso auf Dauer ab. Dieses Schubkastenelement ist jetzt 18. Ich zeige euch das Maß gleich. 18,5 x 13 x 15 cm. Folie packe ich mal eben zur Seite. Hier seht ihr das süße Motiv. Ich hoffe, das ist nicht extrem überbelichtet. So kann man es besser sehen. Ne, wie gesagt, ein Elch mit so zwei kleinen Vögelchen drauf. Mit ein paar Pflänzchen. Ich finde das total süß. Es gibt auch noch ein anderes Motiv. Moment, die Pappe haben sie natürlich hier ein bisschen festgeklebt. So, oder so. Und zwar... Ich weiß nicht, könnt ihr das erkennen? Jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen. Genau, mit einem Einhorn. Ansonsten werde ich mir nochmal das gleiche Motiv holen. Aber das finde ich auch süß. Und das möchte ich mir eigentlich auch noch holen. Denn, wie gesagt, so Schubkastenelemente kann man nicht genug haben. Da sind sie. Ich muss mal gucken, ob das irgendwann noch... Ah, jetzt. Wollte am Anfang nicht. Das Tolle ist, hier vorne, das ist... Ne, nicht irgendwie kundendünnes Plastik, sondern... Es ist wirklich richtig dickes Plastik. Und man könnte, wenn man wollte, noch ein eigenes Motiv mit reinmachen. Ich werde es natürlich nicht machen. Ich finde es nämlich total süß. Aber wenn man wollte, könnte man diese Front hier abmachen. Na, hier seht ihr das. Und dann könnte man sein eigenes dreiteiliges Motiv, also was ausdrucken oder zeichnen oder was auch immer, und sich selber die Schubkästen nochmal gestalten. Aber ich finde das so schön, wie es jetzt ist. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch so belassen, wie es jetzt ist. Und die Schubkästen sind richtig schön geräumig. Seht ihr das? Also richtig viel Platz und viel Tiefe. Hier könnt ihr gut kann man gut seine Schiffchen einbasteln. Stifte. Und halt, wie gesagt, auch diese Zipptütchen, die man immer hat. Da ist ein bisschen Staub drin. So. Dafür ist das total süß, finde ich. Also ich finde die richtig, richtig niedlich. Und ich will morgen mal gucken, ob ich dann noch vielleicht die andere bekomme, die werde ich mir auf jeden Fall dann auch noch holen. Aber die gefällt mir auf jeden Fall, ja, einfach nur süß gemacht. So, das war jetzt die kleine Kommode. Und jetzt kommen wir zu den anderen Sachen. Wie gesagt, ich hatte da so ein Versprechen. Ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Andere können gerne sich die vorherigen Videos angucken.
Da hatte ich noch groß was behauptet. Ja, und wundert euch nicht, meine Hände sind extrem trocken. Ich muss die gleich mal unbedingt wieder eincremen. Aber ich habe halt Pferde, wir sind viel draußen und das sind so typische Stallarbeitshände. Ja, hier ist halt kein Topmodel-Kanal. Nee, aber ich zeige euch jetzt, was ich geholt habe. Einmal von Amazon habe ich mir was bestellt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser Umschlag, den finde ich richtig toll. Richtig schön gepolstert. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch vernünftig auf. Ah, das ist gut gemacht, der Kleber, glaube ich. Manchmal sind die Tüten ja so feste zu. Ich versuche, diese Umschläge auch immer noch heil zu erhalten, so halbwegs. Weil da kann man selber nämlich gut auch noch Sachen drin verschicken. Und deswegen möchte ich das nicht unbedingt kaputt machen. Und ihr seht, was ich meine. Und zwar habe ich mir noch einen Stift bestellt. Der sieht richtig schön aus. Ich habe zwar schon einen pinken, aber hier ist ein bisschen mehr weiß dran. Ich zeige ihn euch gleich mal direkt. Wenn man ihn von der vorderen Seite sieht, denkt man so, der ist auch der gleiche, wie ich den schon habe. Und er hat eine etwas andere Form. Ich hole ihn jetzt mal eben aus der Tüte raus und dann zeige ich ihn euch genauer. So. So sieht er aus. Der ist richtig schön fündig. Der hat jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Weiß, als was ich habe. Und er hat auch eine etwas andere Form. Der liegt auch sehr gut in der Hand so. Also der gefällt mir. Ich mag diese Acrylstifte. Ich finde das auch immer schön, wenn so diese Farben so drin sind. Ja, ich weiß, ich hatte so ein Abkommen. Oder ich hatte euch gesagt, das werden definitiv die letzten Stifte sein, die ich mir hole. Ja, hat nicht lange angehalten. Andere werden sich wahrscheinlich auch fragen, warum braucht man so viele Stifte? Es hat einfach was mit Gefallen zu tun. Man hat ja immer unterschiedliche Launen, man paintet unterschiedliche Bilder. Und ja, dann hat man halt so einen Splee, ab und zu mal einen anderen Stift zu benutzen. Ich habe auch noch einen, den muss man heute noch mal bohren. Den bastle ich mir selber, den kann ich euch auch da mal zeigen. Ich glaube, ich mache einfach mal ein Video von den Stiften, die ich alle habe. Man muss natürlich nicht tausendfach verschiedene ausgeführte Stifte haben, um Gottes Willen. Aber der hat mich einfach angesprochen. Und deswegen habe ich mir den bestellt, weil wie gesagt, nicht jeder hat gleiche Laune. Ich finde das auch interessant zu sehen, der ist hier vorne nicht so rund, sondern, ich weiß gar nicht, könnt ihr das erkennen, der ist hier so ein bisschen abgeflacht. Da bin ich auch gespannt, wie die Minen halten, die Spitzen, die es unterschiedlich gibt. Hier sind bei, die zeige ich euch jetzt auch mal. Also einmal, wie gesagt, der Stift. Hier sind einige Aufsätze dabei, sie sind aber aus Kunststoff. Was aber auch nicht das Schlechteste ist. Also ihr müsst jetzt nicht meinen, dass Kunststoff total verpönt ist und nur noch die Metallspitzen am besten sind. Das stimmt nicht. Es gibt verschiedene Aufsätze und jeder arbeitet halt individuell mit anderen Sachen. So, das ist einmal die Standardspitze. Diese einzelne. Dann haben wir hier einen, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsste, ach, nagelt mich nicht fest, ich glaube 5er oder mehr. Blöderweise keine Zahl drauf. Auf jeden Fall ist er sehr groß. Das ist der 2er meines Erachtens oder 3er. Diese Spitze finde ich nicht schlecht. Die kann ich euch gut empfehlen. Das ist so eine abgewinkelte Spitze. Weil ihr habt dadurch eine andere Stifthaltung. Und dann haben wir diese hier noch. Ich glaube, das müsste der 4er sein. Und die baut ihr euch halt da hier rein. Sage ich so schnell. Moment, vielleicht passt es auf der Seite besser. Manchmal sind die Löcher unterschiedlich. Ja, hier passt. Uiuiui. Also ich muss gleich noch ein bisschen nacharbeiten, aber auf jeden Fall, ne? So sieht das Ganze aus. Und jeden könnt ihr dann halt individuell euch den anderen reinmachen. Die müssen ja auch festsitzen, die Spitzen. Damit sie auch wirklich Halt haben. Und nicht immer hin und her waben. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Stift. Ich fand den total schön, gerade weil er wirklich so, ne, verwuschelt aussieht. Nicht so viel Klares, sondern mehr so ein bisschen weiß. Ich fand das richtig schön. Das hat mich richtig angesprochen. Und ja, ab und zu darf es auch mal pink sein. Ist bei mir so ein bisschen launenabhängig, aber der war es definitiv wert. Und ich fand ihn einfach nur hübsch. So sieht der Ganze aus. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich hatte ja eigentlich gar keinen pinken, sondern ich hatte mir einen braunen ausgesucht. Fällt mir jetzt ganz spontan gerade so auf.
wo ich so länger drüber nachdenke, ich glaube, da werde ich wohl mal bei Amazon hinschreiben und fragen müssen, was da schiefgelaufen ist, weil ich wollte den hier eigentlich nicht in Pink, sondern die haben einen richtig schönen braunen. Ich werde euch den gleich mal einblenden. Den wollte ich nämlich ursprünglich haben und nicht Pink. Das weiß ich nämlich jetzt wieder. Ja, es tut mir leid, das ist manchmal so, ne? Wenn man alt wird, ja, dann spielt das Gedächtnis manchmal so einen Streich. Ich hatte ja schon Pinken. Ich gucke gleich nochmal in Ruhe nach. Ich denke mal, ich werde euch mal ein Bild einblenden, aber wie, von der Art her ist es so einer, wie ich den haben wollte, aber ich wollte nicht diese Farbe. Ich schätze mal, den werde ich zurückschicken, weil es nicht so wirklich die Farbe ist, die ich haben wollte. Da ist wohl was schiefgelaufen. Und ich blende euch nachher mal den ein, den ich haben wollte, oder ich zeige ihn euch gleich hier. Irgendwo, den ich eigentlich bestellt habe. Ich hoffe mal, das wird ohne Probleme sein, dass ich den umtauschen kann, weil eigentlich war das ja eine andere Farbe, die ich gerne haben möchte und nicht diese hier. Fällt mir gerade so ein. Ich habe einfach die ganze Zeit so innerlich nachgedacht, so, wolltest du eigentlich Pink? Weil du erzählst die ganze Zeit, das gefällt dir und etc. P, etc. P. Ich habe nämlich mehrere Pinke mal geguckt. Das ist nicht das Ding und der hat mir zwar aufgefallen, aber ursprünglich, wie gesagt, wollte ich eigentlich eine andere Farbe haben. Und ich hoffe einfach mal, dass ich den ohne Wenn und Aber umtauschen kann. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Den von Shine habe ich übrigens behalten. Wir sind uns einig geworden. Den habe ich jetzt selber ein bisschen repariert, aber das da muss ich regeln, da ist etwas schief gelaufen. Aber es kann halt nicht immer alles glatt laufen, auch bei ja, Amazon nicht. Aber da werde ich mich gleich mal schlau machen, was ich da machen kann, ob ich was machen kann. Ansonsten geht dieser Stift wahrscheinlich komplett zurück, weil ich bin so ein Mensch, ich möchte so verschiedene Farben haben. Ist mir gerade, wie gesagt, so eingefallen. Ja, mein Kopf, ne? Irgendwie Weihnachten war schon alles zu viel. Ja, aber da werde ich mich drum kümmern und dann werde ich euch hoffentlich, wenn ihr das Bild gesehen habt, dann auch den richtigen repräsentieren können, weil wie gesagt, das ist komplett die falsche Farbe. Aber okay, drückt mir mal die Daumen, dass alles glatt läuft, dann werde ich euch auch den richtigen zeigen können. So, dann widmen wir uns jetzt dem anderen Umschlag. Ich hoffe mal, ich kriege den jetzt ohne Probleme auf, weil der ist nämlich, das weiß ich nämlich aus Erfahrung, immer etwas besser zugekleistert. Ansonsten muss ich jetzt mal eben das Cuttermesser nehmen. Ich glaube, das wird sonst ein bisschen kompliziert. Ich mache mal kurz Pause. Ich nehme den einen Zettel raus. Nehmen wir mal beide Sachen erstmal raus. Die Tüte packe ich mal eben. So, zur Seite. Es ist, glaube ich, alles raus, ne? Ja. So, Delle. Ja, es sind wieder zwei Teile geworden. Ja, manchmal ist das so. Hier ist es aber richtig angekommen. Und ja, ihr seht richtig, es ist ein Stift. Ich kann es ja nicht lassen, ich habe es ja gesagt. Ich denke mal, wir fangen jetzt auch einfach mal mit dem Stift an. Es wird eventuell auch von der Sorte nicht der letzte sein, weil den gibt es jetzt in verschiedenen Ausführungen. Oh, der ist schön. Ich bin schockverliebt. Leute, ich bin schockverliebt. Der ist wirklich schön. Oh mein Gott, der ist richtig, richtig schön. So sieht der aus und der ist so richtig schön groß. Ich mag ja dicke, große Stifte, weil die liegen richtig schön in der Hand. Also diese ganz dünnen, die kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Da kriege ich irgendwann einen Krampf in der Hand, wenn ich dann immer painte. Ah, der gefällt mir. So sieht der aus. Der ist jetzt auch von Shine. Oh, ist der schön. Guckt euch den an. Richtig schön marmoriert. Ach, das Blau ist schön. Ich liebe dieses Königsblau. Ich sehe gerade, mir klebt hier was am Ärmel. So. Jetzt warum sollte mal was glatt gehen? Nee, aber der ist richtig schön. Seht ihr das? Oh, der gefällt mir. Oh mein Gott, ist der schön. Ich glaube, die anderen dürfen bei mir dann auch noch einziehen. Aber dann habe ich auch definitiv... Ja, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt. Aber dann habe ich definitiv genug Stifte. Wenn mein Männer das wüsste, der würde mich wahrscheinlich lynchen. Aber bei so einem Hobby, ne, möchte man doch mal eine gewisse Auswahl haben. Es ist ja wie einer, der mit verschiedenen Füller schreibt. Ist ja ungefähr das Gleiche. Aber die sind richtig schön, liegen richtig super in der Hand. Ich denke mal, ich werde auch irgendwann mal ein paar Stifte ausmisten und ja, verkaufen oder weitergeben. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch dann ja melden. Weil mit der Zeit entwickelt man so ein, ja, Favoriten, wo man sagt, mit denen kannst du richtig super, super arbeiten. Und ich denke mal, der wird definitiv dazugehören. Der liegt jetzt nämlich schon richtig gut in der Hand. Und wie gesagt, der sieht einfach nur hammermäßig aus. Richtig schön.
Guckt euch das an. Ich bin schon verliebt. Und die anderen Stifte in der Art werde ich mir jetzt wahrscheinlich auch noch bestellen. Der ist richtig, oh, der ist richtig, richtig schön. Also der gefällt mir definitiv. Der ist hübsch. Dabei war eine einfache Spitze. Das ist diese hier. Auf der anderen Seite kann man natürlich individuell selber den jeweiligen Adapter damit reinmachen. Ist natürlich blöd mit kalten Händen zu meinen, man müsste eine Spitze reinbasteln. Bin ja noch immer hier bei meiner kalten Filmecke. Dann ist es natürlich nicht so einfach. Das kann man immer besser machen, wenn man irgendwo im Warmen ist. Würde ich mal sagen. Ja, ich hummle hier gerade ein bisschen. So, ich habe jetzt halbwegs erstmal drin. So sieht das Ganze aus. Und der liegt wirklich richtig schön in der Hand. Also da bin ich begeistert von. Bin ich echt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ein richtig toller Stift. Und wie gesagt, mit dem anderen muss ich jetzt abklären, was ich das mache. Ansonsten gehe ich der komplett nämlich zurück, weil den hatte ich eigentlich in einer anderen Farbe. Aber der hier, der bleibt definitiv. Der ist tippitoppi. Und da bin ich richtig zufrieden mit. Ja, und ihr seht richtig, ich habe mir dort in eins auch ein kleines Bild bestellt. Das sind so Zwischendurchbilder. Ich habe bei uns in der Stube so einen Rahmen, da wechsle ich jetzt pro Jahreszeit oder pro Tage, Feiertage, was auch immer. Jetzt ab und zu mal das Bild. Man kann sich ja nicht alle immer gleichzeitig aufhängen, dann hat man irgendwann nur ein Haus voller Bilder. Und das will ich dann halt immer in regelmäßigen Abständen halt ab und zu mal wechseln. Ich drehe das jetzt für mich mal auf den Kopf, damit ihr das aber besser sehen könnt. Und zwar kann man das eigentlich schon sehr gut erkennen, sehe ich gerade. Es ist ein Pferdebild, also Pferdekopf. Hier unten sind so Äpfel oder Möhren. Und hier ist der Pferdekopf in einer Schneelandschaft. Ihr seht ja auch noch das kleine Bild dazu. Es sind runde Steine, gegossener Kleber. Die Leinwand in sich, die schimmert. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu extrem. Ich habe nämlich, Moment, das hier ein bisschen ausgeleuchtet, damit ihr das so ein bisschen besser erkennen könnt. Aber ich hoffe, es ist jetzt nicht zu extrem ausgeleuchtet. Nehmt euch gleich sonst mal an der Hand. Und so wie ich das erkennen kann, kann man die Symbole alle sehr gut wieder erkennen. Doch, die sind sehr gut erkennbar. Und selbst ohne LED-Pad kann man es sehr gut erkennen. Ich hoffe mal, dass bei den Möhren das nicht zu extrem verpixelt werden wird. Aber ich denke mal, das sieht nicht schlecht aus. Mit dabei ein Standard-Toolkit, grünes Schiffchen. Ein paar Sipptüten, die kann man immer gut gebrauchen. Und ein kleines Standardstiftchen. Ich packe das jetzt nicht großartig aus, weil es ist ja meistens so Standard. Hier drunter befindet sich noch das Wachspad. Dort drunter versteckt. Hier sind dann die Steine. Die Legende befindet sich hier. Also die haben jetzt hier nur eine Legende. Manchmal hat man ja das Glück auch bei Schein, dass ihr das auf einem separaten Blatt habt, aber das ist hier nicht der Fall, hier ist die Legende. Insgesamt sind es 25 Farben. Warum das immer von Vorteil ist, wenn ihr die Legende auf einem extra Blatt habt, ist einfach die, ihr macht ja meistens mit Tape den Rand und dann habt ihr natürlich das Problem, dass das Tape irgendwann über diese Legende kommt und dann könnt ihr natürlich ganz blöde einschätzen, ja, welche Farbe das ist. Manchmal scheint es nochmal durch das LED-Pad, aber ja, es ist halt so ein bisschen. Aber ich habe da, ja, ich fotografiere mir das mit dem Handy ab und schaue dann immer auf dem Handy, welche Farbe das ist. Also es geht auch sehr gut, zur Not kann ich es mir auch mal ausdrucken. Aber bis jetzt habe ich das immer so gemacht, dass ich mir das auf dem Handy dann abgeguckt habe, welche Farben das sind.
Hier sind die Farben. Das Schöne ist, es sind schon welche in der Zipptüte eingepackt. Allerdings sind hier 2, 3, 4, oh, ein paar Steinchen dann abgehauen. Ich hoffe mal, das hat jetzt nichts zu sagen. Aber normalerweise sind die Zipptütchen sehr dicht. Ich schätze mal, das ist maschinell bedingt. Da hat die Maschine so ein bisschen gekrümelt. So sehen die Farben aus. Sehr winterlastig, aber das ist auch klar. Das ist ein Winterbild. Ich habe nämlich zurzeit ein Weihnachtsmannbild dort in dem Rahmen. Das möchte ich allerdings jetzt mal tauschen, weil Weihnachten ist ja langsam vorbei. Wobei ich sagen muss, für mich ist Weihnachten das Ende des Jahres und ab dann ist das Weihnachten offiziell vorbei für mich. Man sollte die Zeit genießen, bin ich immer der Meinung. Und deswegen ist das so, wo ich sage, das gefällt mir. Oh, die Farbe ist zum Beispiel schön. Guckt euch mal das Rot an. Ein richtig schönes Rot. Die meisten Farben sind halt so Grauton. Hier ist ganz viel von drin. Draußen schnauzt der Kater. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Der ist ein kleiner Streuner und der ist so ein bisschen rabiat und will jetzt rein und macht Terror. Und hat leider auch so seine Macken, weil er Streuner war. Er randaliert gerade an meiner Tür. Ich will ihn jetzt aber auch nicht reinlassen. Das ist zum Beispiel auch ein schönes Rot-Braun. Ne, ich möchte ihn jetzt nicht. Ich will ihn jetzt ungern reinlassen, weil er hat nämlich die blöde Angewohnheit, im Winter keinen Futterschluss zu finden. Das ist auch nochmal so schön rot. Also es sind viele Grautöne. Wie gesagt, es sind runde Steinchen. Die sehen aber, was ich so sehen kann und beurteilen kann, sehr gut aus. Also kaum Nasen. So gut wie gar keine Nasen. Besonders hier in diesem Beutel nicht. Man hat es ja ab und zu mal, dass man da irgendwo so Nasen drin hat. Aber das, was ich jetzt hier so sehen kann, die sehen gut aus. Die sind so dunkelblau. Das gefällt mir. Sind natürlich wahrscheinlich teuer, die Bilder. Aber wie gesagt, sie dienen für mich als Zwischenzeitvertreib, solange ich auf die anderen Bilder warte. Das sieht gut aus, finde ich. Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir, das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist so ein Karottenorange. Das sieht gut aus, Leute. Ich werde euch definitiv die Bilder zeigen, die ich auch zwischenzeitlich mal mache. Aber mit dem Stift, wie gesagt, das muss ich unbedingt klären. Da ist was schiefgelaufen. Aber wie gesagt, ich zeige euch nachher mal das. Weil ich habe, wie gesagt, beim Auspacken die ganze Zeit gedacht, warum rosa? Also das war mir hattest du die wirklich rosa ausgesucht? So? Eigentlich nicht. Deswegen, und da muss es geklärt werden. Da ist was schiefgelaufen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das sind die Farben. Praktisch eine Zipptüte. Die Leinwand ist ein bisschen fester. Legt sich aber gut, finde ich. Ja, die Folie, die hat jetzt ein paar Falten, ist aber nicht großartig schlimm. Das ist nur die Folie. Wichtig ist, dass der gegossene Kleber da unten super ist. Klebekraft, ihr seht, ist richtig gut. Ne, das werde ich nämlich jetzt auch mal fertig machen, um das Weihnachtsmannbild dann zu tauschen. Da bin ich schon gespannt, wie das aussehen wird. Ich hoffe mal nicht, dass es zu verpixelt oder beziehungsweise konfettihaltig aussehen wird. Aufgrund dessen, weil es ja viel Grau, viel Weiß, alles so ein bisschen in einem Ton sich befindet, denke ich und hoffe ich einfach mal, dass das Ganze ja, trotzdem eine schöne Einheit bildet. Das muss man einfach bedenken. Es ist halt nur 30x40. Ne? Es ist jetzt nicht großes Maß, aber es ist ein gutes Mittelmaß. Umso kleiner, umso verpixelter werden Bilder natürlich. Umso größer, umso reiner werden die Bilder natürlich. Ist aber auch noch ein Unterschied, ob ihr runde Steine oder eckige Steine habt. Ich bin normalerweise der Eckigsteine-Fan, aber wie gesagt, zwischendurch zum Painten nehme ich auch gerne mal die runden Steine. Ist ja Geschmackssache. Und ja, ich bin eigentlich soweit mit dem, was ich jetzt sehe, zufrieden. Ich bin immer gespannt, wie das hier wird, weil das sieht jetzt erst aus so wie so ein roter Klotz. Kann sich aber auch noch entwickeln. Das ist halt mal das Spannende bei Diamond Painting Builder. Sie entwickeln sich, wenn ihr Steine setzt, peu à peu. Ich habe jetzt zum Beispiel eins, was ich zurzeit painte. Das könnt ihr immer gut in den kleinen Storys sehen.
oder diesen Kurzfilmvideos, die ich hochlade. Das ist so ein Einhornbild. Ich bin nicht hundertprozentig begeistert. Es hat sowas Comicartiges, finde ich. Kann natürlich sein, dass es sich noch ändern wird. Kann auch sein, dass es an der Perspektive liegt, dass man von weiter weg das noch anders sieht. Aber momentan ist es sehr Comic-Style-mäßig, was es eigentlich nicht sein sollte. Ich kann ja mal gucken, ob ich noch ein Bild finde von dem Bild. Wie das im Internet rüberkam. Werde ich euch dann aber auch zeigen, wenn es fertig ist. Also, wie gesagt, ihr müsst immer gucken. Es gibt zwar so richtig schöne Vorschaubilder, aber es entspricht nicht immer hundertprozentig der Realität, wie das Bild sich entwickelt. Ich habe zum Beispiel jetzt mir auch noch welche geholt, beziehungsweise für eine Jüngstin, der paintet ja auch ab und zu. Das sind so mit Leuchtsteinen. Die habe ich mir bei einem Wollmarkt gekauft. Auch nicht teuer. So just for fun. Das sind so Art wie Mangalas. Allerdings mit Tiermotiven. Die kann ich euch dann auch mal zeigen. Da braucht ihr keinen Bildrahmen zu. Die sind schon gerahmt. Sowas habe ich mir zum Beispiel auch mal zwischenzeitlich geholt. Eins will unser Jüngster machen. Eins mache ich. Also für Kids ist das super für den Einstieg. Die brauchen auch nicht extrem teuer sein. Wenn Kinder gerne mal painten möchten, kann man ruhig was Günstigeres nehmen. Einstieg finde ich das immer super. Das ist schon ein bisschen mehr für Fortgeschrittene, also das würde ich meinem Jüngsten jetzt noch nicht geben wollen, sowas zum Painten, weil da braucht man doch schon ein bisschen mehr Konzentration, Aufmerksamkeit und. Obwohl es vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch was wäre für Einsteiger, aber da muss er sich so ein bisschen besser einarbeiten noch, finde ich auch, sonst sind die Kinder auch relativ schnell frustriert. Aber wie gesagt, für mich so zum zwischenzeitlichen Painten und wie gesagt, hier sind die Farben, eignet sich diese Bilder super. Ich habe auch ein Katzenbild, da habe ich mich selber gewundert, wie toppy das auf einmal aussah, als es fertig war. Also man muss sich auch teilweise überraschen lassen. Es ist wirklich nicht so, dass man sich ein günstiges Bild kauft und sagt so, kann ja nur Mist werden. Nein, das ist wirklich nicht so. Es gibt auch teilweise Überraschungen, wo man dann dasteht und denkt so, wow, also damit hättest du mit dem Endergebnis nicht erwartet. Das kann ich euch dann auch, wie gesagt, mal zeigen. Ich werde euch mal die einzelnen Bilder zeigen, die ich jetzt in der Zwischenzeit schon fertig bekommen habe. Ist natürlich absolut nicht vergleichbar gegenüber Bildern, die etwas teurer sind und größer sind. Und auch nicht vergleichbar mit eckigen Steinen, aber jedem seinen Geschmack. Und wie gesagt, ich bin eigentlich mehr so der eckige Fan, aber hin und wieder zwischenzeitlich zum so zwischendurch painten, dürfen es die Runden sein. Sie sind halt so konstruiert, man ist schneller mit dem Paint-Ergebnis. Ne? Die eckigen Steine sind etwas mühseliger zu painten, das ist einfach so. Und bei den eckigen Steinen seid ihr, bei den Rundsteinen habt ihr eher schneller ein Ergebnis zu sehen. Sind aber nicht so flächendeckend wie beim Eckigen. Also ihr merkt, man könnte stundenlang jetzt weiter über die Unterschiede eckiger und runder Steine reden. Das würde jetzt aber das Video sprengen. Und ja, das sind auf jeden Fall die Sachen. Ich packe das jetzt mal eben zusammen. Mit dem einen Stift muss ich definitiv klären. Ist so ein bisschen, ja, mich ärgert sowas so ein bisschen immer, wenn ich denke so, die haben das selber angepriesen. Eigentlich haben sie auch eine Artikelnummer dafür, was da reinkommt, aber es kann halt nicht immer alles glatt laufen. Sachen kommen ja teilweise aus Japan und China und weiß ja Kuckuck woher. Aber trotzdem ärgert mich das so ein bisschen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das irgendwie mit der Reklamation über die Bühne klappt. Dass ich dann das richtige Produkt noch bekomme und dass es da nicht so ein großes Theater gibt. Bin ich mal gespannt. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob ich da, ja, Erfolg hatte oder weniger Erfolg oder wie das Ganze geendet ist. Es ist einfach nur ärgerlich, wenn man dann auf was wartet. Teilweise wartet man ja eine längere Zeit, weil es halt über See kommt. Und wenn man dann weiß oder sieht, dass es das Verkehrte ist, das ist dann semi-schön. Aber ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es geendet hat, wie das Ergebnis ist. Ich werde mich gleich mal an den Laptop setzen und mich darum kümmern, dass das Ganze über die Bühne geht. Ja, das sind allerdings so die Sachen, die jetzt gekommen sind. Ich bin von den Sachen hier total begeistert. Da, wie gesagt, muss ich klären, wie das läuft. Diese Schubkastenelemente kann ich euch nur empfehlen. Ich finde es total süß. Und wie gesagt, sie haben auch sehr viel Stauraum, wie man sieht. Und sie sind nicht so teuer. Also ne, bei Postmöse, wie gesagt, habe ich die jetzt gefunden. Die gibt es natürlich auch noch woanders in der Art. Und das Tolle ist einfach, man könnte, wenn man wollte, halt eine eigene Front sich kreieren. Man muss dann halt ein Bild rausholen, ausdrucken, was auch immer oder selber malen. Man kann sich das dann hinter diesen Fronten selber hineinbauen. Dürfte kein großer Aufwand sein und dann hat man seine eigene individuelle kleine Kommode. Ja,
das sind so die Sachen heute. Ich hoffe, euch hat das kleine, süße Video, beziehungsweise klein, ist relativ, ne, ist doch ein bisschen länger geworden, gefallen, trotz meines Fails, obwohl ich dafür ja nichts kann. Aber ja, das Einzige, was ich mich, wie gesagt, gewundert habe, warum dieser Stift jetzt pink ist. Okay, man wird alt. Ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss, eure Wiebke.